sind da sehr viel dann rumgekommen. Gab es auch in dieser Zeit, wo Sie dann, die mussten ja zu Verhandlungen auch nach China fahren, nach Kuba, gab es seitens der Stasi dort Anwerbungsversuche, dass Sie angefragt wurden, dort zu spitzeln? Zu spitzeln nicht in dem Sinne, aber ich wurde jedes Mal, als ich zurückkam, zum quasi Gespräch eingeladen, ob mir was aufgefallen ist, wie mit, also gegenüber eigenen Leuten eigentlich nicht. Aber man hat sich sehr über die Partner interessiert. Und ich hatte den Eindruck, dass ist die sogenannte Auslandsspionage, die mich befragt hat. Also nicht eigentlich die Inlandleute. Sie haben Das gesagt, habe ich auch nachher, als ich meine Akte nach der Wende aufgeschlagen bekommen habe. Die ist allerdings sehr manipuliert worden, das heißt rausgerissen. Viele Seiten haben gefehlt. Nicht? Und ich habe zwar bis jetzt nicht einen neuen Versuch gemacht, weil man mir gesagt hat, es gibt noch die Möglichkeit durch die Schnipsel, die irgendwie zusammen, dass man dann noch irgendwie etwas findet. Ich sollte mich ja wieder melden, aber ich habe es zurzeit nicht getan. Jedenfalls habe ich in der Akte festgestellt, dass mich etliche Leute bespitzelt haben.